Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Einigung im Handelsstreit. Die USA dürfen künftig mehr Rindfleisch in die EU exportieren. US-Präsident Trump und Vertreter der EU präsentierten gestern ein entsprechendes Abkommen. Ein Großteil des EU-Einfuhrkontingents von jährlich 45.000 Tonnen Rindfleisch soll für US-Anbieter reserviert werden. Die EU hofft damit, drohenden Strafzöllen auf Autos zu entgehen. EU-Staaten nominieren Bulgarin Georgieva als neue IWF-Chefin. Die Geschäftsführerin der Weltbank setzte sich bei einer Abstimmung am Abend gegen den früheren Eurogruppenchef Dijsselbloem durch. Der Internationale Währungsfonds wird traditionell von einem Europäer geleitet. Neuer Gouverneur in Puerto Rico. Am Abend wurde der Jurist Pedro Pierluisi als neuer Regierungschef des US-Außengebiets vereidigt. Er muss aber noch vom Senat bestätigt werden. Der bisherige Gouverneur Rosello war nach massiven Protesten wegen öffentlich gewordener Frauen- und schwulenfeindlicher Chatnachrichten zurückgetreten. Bürgerproteste in Hongkong gehen weiter. Gestern Abend gingen in der Sonderverwaltungszone tausende Staatsbedienstete auf die Straße. Sie schlossen sich trotz der Warnungen ihrer Arbeitgeber den Demonstrationen der Demokratiebewegung an. Auch für die nächsten Tage sind Proteste angekündigt. Drohender Dammbruch in Großbritannien. Nach tagelangen Regenfällen gefährden starke Beschädigungen die Stabilität eines Staudamms in der Nähe von Manchester. Ein angrenzender Ort mit etwa 6.500 Einwohnern wurde evakuiert. Premierminister Johnson machte sich vor Ort ein Bild von der Lage. Für morgen kündigen Meteorologen erneut Regen an. Das Wetter. Heute mal Sonne, mal Wolken, mancherorts Schauer und Gewitter, jeweils ganz im Nordosten und Südwesten längerer Sonnenschein. 20 bis 28 Grad.